Kennst du das? Du bist auf einer Bergtour oder Skitour, das Wetter ist perfekt und die Laune ist super, aber dann nach einer Stunde Blase. Aber nach diesem Video ist Schluss damit. Hallo, ich bin Sebastian von der Alpen Academy, dein Bergsportratgeber, Touren- und Tippskanal. Wie du am Intro sicher erkannt hast, geht es heute um das Thema Blasen. Ein unfassbar nerviger Begleiter auf jeder Bergtour. Doch zu Beginn sollten wir uns ganz kurz mit der Thematik beschäftigen, wie es zu dieser Blase überhaupt kommt. Blasen sind eigentlich das Produkt aus Feuchtigkeit, Reibung und Hitze. Was genau da wogegen hilft, das schauen wir uns jetzt an. Bevor wir mit der Praxis starten, kurz noch was zum Thema Schuhe. Wenn du noch keine neuen Bergschuhe hast, achte beim Kaufen darauf, dass du möglichst wenig Bewegung an der Ferse hinten hast. Wenig Bewegung bedeutet wenig Reibung und somit auch wenig Blasen. Falls du im Geschäft jetzt deinen perfekten Bergschuh gefunden hast, er deinen Ansprüchen genügt und dir super gefällt, aber leider immer noch etwas Spiel hinten an der Ferse lässt, dann habe ich jetzt einen super Tipp für dich. Tipp Nummer 1. Diese Gelpads werden unter die Ferse gelegt und können damit den Abstand zwischen Ferse und Rist verringern. Oftmals entsteht die Bewegung der Ferse nämlich dadurch, dass zu viel Abstand zum Rist entsteht. Wenn man die Schuhe ganz eng bindet, kann man das theoretisch vermeiden, meistens schläft einem irgendwann jedoch der Fuß ein. Deswegen sind diese Gelpads eigentlich die ideale Lösung, um diesen Abstand zu verringern und so mehr Halt für die Ferse zu erreichen. Kommen wir zu Tipp Nummer 2, den Tapes. Ich persönlich rate dir zu Klettertape, denn bei normalem Tape kann es passieren, dass es sich durch die Feuchtigkeit irgendwann löst. Und dann werden Druckstellen und Blasen noch schlimmer. Deswegen das möglichst stärkste Tape nehmen, was es gibt. Aktuell Klettertape. Das Wichtigste ist, dass bevor du das Tape aufklebst, deine Füße sauber sind und trocken. Wenn du Schmutz oder Feuchtigkeit unter dem Tape hast, dann kann es zu noch schlimmeren Blasen führen oder Druckstellen. Das Tape wird wie Dachziegel angelegt über deine gesamten Problemzonen. Wenn du alles abgeklebt hast, dann kann es eigentlich auch schon losgehen mit Tipp Nummer 3. Ach ja, und bevor ich es vergesse, noch ein kleiner Einschub zum Tape. Wenn ihr das Tape dann nach eurer Wanderung wieder abzieht, kann es übrigens sein, dass bei hoher Feuchtigkeit in eurem Schuh das Tape etwas Haut mitnimmt. Das solltet ihr beachten, wenn ihr die Tape-Möglichkeit wählt, dass ihr nach jeder Wanderung vielleicht mit ein bisschen Schmerzen rechnen müsst. Im Kampf gegen Blasen hilft bei der Vorbeugung vor allen Dingen dieses doppellagige System. Das heißt, ihr zieht einen dünnen Socken drunter und dann den normalen Wandersocken erst drüber. Dadurch entsteht zwar Reibung, aber zwischen zwei Paar Socken und nicht zwischen dem Socken und der Haut. Ein Hersteller hat sich das System abgeschaut und hat daraus gleich einen einzigen Socken kreiert, zum Beispiel Ride Sock. Es gibt mittlerweile auch viele andere Hersteller, aber wenn ihr in diesen Socken hineinschaut, seht ihr, dass es einen zweiten Socken gibt. Am besten einfach mal im Geschäft selbst ausprobieren. Viele sagen, dass es hilft, viele sagen, dass es nicht hilft. Also am besten ausprobieren. Leider sind diese Socken relativ teuer, sie kosten zwischen 25 und 40 Euro pro Paar, das heißt, eine Masse an Socken werdet ihr euch für Weitwanderungen zum Beispiel wohl nicht anlegen können. Achtung bei den doppellagigen Socken, Ride Socks, wie auch immer, dass ihr keine Druckstellen erzeugt, denn diese Socken sind auch vorne doppellagig, was bedeutet, dass sich gern mal Falten in den Untersocken einschleichen und die nach der Zeit anfangen zu drücken. Gerade wenn der Obersocken gerade ist, kann es trotzdem sein, dass drunter ein paar Falten entstehen, die dann auf der kleinen Zehe, auf der großen Zehe, an der Seite irgendwo Druckstellen erzeugen. Deswegen gilt es bei den Ride Socks, doppellagigen Socken, wie auch immer, das anzupassen, so lange bis es perfekt passt. Vorher solltet ihr nicht in den Schuh hineinschlüpfen, sonst kommt es eben zu Problemen. Mein persönlicher Favorit, wenn es um Blasen geht, sind die Gelpads. Denn die Gelpads lösen nicht das Problem der Blasen, sondern sie lösen das Problem des Schuhs. Wenn eure Ferse und euer Rist nicht mit dem Schuh kompatibel ist, dann könnte das eure Lösung sein. Ihr reduziert die Bewegung, ihr reduziert die Reibung und ihr reduziert das Problem. Und dann könnt ihr euch in den Schuhen vollschwitzen und ihr werdet trotzdem keine Blasen bekommen. Den Tipp, den ich persönlich am wenigsten verwende, ist das Tape. Denn das Tape ist leider beim Abziehen schmerzhaft und wenn sich drunter doch eine Blase gebildet haben sollte, dann wird es richtig schmerzhaft.
Ich bin persönlich trotzdem ein Fan von der Tape-Methode, aber unter den drei vorgestellten Tipps ist das meine Nummer 3. Die doppellagigen Socken, egal ob bereits miteinander vernäht oder nicht, sind mittlerweile ein Klassiker. Ich mag dieses Prinzip und ich habe auch selber einige Paar zu Hause. Das Problem ist nur, sie sind sehr teuer. Und wenn man sich nicht viel leisten möchte und man sich überlegt, dass man sich für ein Paar Ride Socks beispielsweise drei Paar Wandersocken kaufen kann, dann stellt man das System doch irgendwie in Frage. Was ist deine Lösung für das Blasenproblem? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Vielleicht konnte ich dir auch einen Tipp geben, den du so noch nicht kanntest. Mich würde es interessieren, ob du irgendwas davon ausprobieren möchtest oder nicht und wie es dir gefällt. Ein kleiner Tipp noch zum Schluss. Wendet nicht alles auf einmal an, sondern fangt mit einer Methode an, arbeitet euch dann bei der nächsten durch und schaut euch dann die dritte an. Vielleicht hilft euch eins davon. Wenn das nicht hilft, probiert die Kombinationen. Aber wenn ihr alles auf einmal probiert, dann wird es erstens mal richtig teuer und zweitens, es kann sein, dass es dann einfach lästig wird und nicht praktikabel. Denn erst das ganze Tape aufkleben, dann das hier unter die Ferse legen und dann noch die Socken anziehen, die Socken dann richten und dann in den Schuh hinein, das macht keinen Spaß. Probiert euch also erstmal so Schritt für Schritt durch. Ich bin mir sicher, dass du mit einem oder mehreren dieser Tipps ein blasenfreies Erlebnis haben kannst und so perfekt in das Bergjahr 2020 starten kannst. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, ein Abo und die Glocke aktivieren nicht vergessen, um keine Inhalte mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video kannst du dir auf meinem Kanal noch alle anderen Videos anschauen, da lernst du viel zum Thema Bergsport. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und Bergheil.